Kennen Sie Franz Beckenbauer? Wer kennt ihn nicht? Kaiser Franz, den besten Libero Europas. Sind Sie wirklich der Beckenbauer? Ja, ja, das bin ich. Machen Sie einen Termin mit ihm aus. Ich möchte ihn als Werbeträger einsetzen. Ständige Hetzjagd von einem Spiel zum nächsten. So sieht es aus, das Leben eines gefeierten Fußballspielers. Man umjubelt ihn, man beneidet ihn und man pfeift ihn aus. Beckenbauer aus! Beckenbauer aus! Beckenbauer aus! Wenn man gewinnt, spielt man immer gut. Es war schön zu gewinnen. Aber wenn wir gewonnen haben, haben andere verloren. Also am Sonntag. Es tut mir leid, aber da hat der Beckenbauer bereits abgesagt. Wieso? Da ist er bei seiner Familie. Jetzt bringen Sie mich aber zum Lachen. Was kümmert mich seine Familie? Wenn er für das Geld seines Vereins einem Fußball nachrennt, dann rennt er für mein Geld eben am Sonntag. Hat ein Fußballstar auch ein Privatleben? Oder rennt er immer nur dem runden Leder nach? Libero, ein Spielfilm mit den Säulen der deutschen Nationalelf. Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Sepp Maier, Gerd Müller und vielen anderen. Was wollten Sie denn mal mit 10 Jahren werden? Lokomotivführer. Warum sind Sie eigentlich Schauspieler geworden? Weil ich als Schauspieler immer noch die Möglichkeit habe, Lokomotivführer zu spielen. Entschuldigen Sie, Herr Beckenbauer, darf ich Ihnen Fräulein Winter vorstellen? Ja, bitte. Was kommt für Beckenbauer? Gestern Abend trafen sich im Speiserestaurant La Fattoria Starkicker Franz Beckenbauer und Manneke Angelika zum gemeinsamen Abendessen. Beckenbauer hätte eigentlich im Training sein sollen. So verliert man Spiele. Was unseren Mann angeht, der hatte nun gestern beim Spiel gründlich versagt. Dem kann man nicht mal mit meine Eiernudeln anvertrauen. Fühlst du dich nicht ganz wohl? Na, hier könnte ich immer liegen bleiben. Ja, das könnte dir so passen. Aber Beckenbauer ist mir immer noch lieber als drei andere Spieler. Wochenlang hartes körperliches Training, dann die nervliche Anspannung beim Spiel. Und wenn die nicht über den Fußballplatz laufen, dass ihnen die Zunge raushängt, dann werden sie ausgepfiffen. Und der Beckenbauer besonders. Jawohl. Da! Oh, gut. Warum schwitzt du eigentlich so? Ich spiele immer mit vollem Einsatz. Ja, was ist denn? Was habt ihr denn? Oh, Franz. Libero, ein Film über einen harten, gnadenlosen und doch herrlichen Job. Hast du Angst, Franz? Wenn ich sowas sehe, möchte ich einfach aufhören. Libero, der große deutsche Film über einen großen und gefeierten Sportler. Libero, in Kürze hier.